Weil man muss jetzt immer aufpassen, ist das mein Kreischer oder ein gegnerischer? Naja. So, da ist Abgang, da geht's runter. So, was haben wir hier? Besiege eine Welle von globaler Lebensdiebstahl. Oh, das nehmen wir. Das nehmen wir mit. Zack. Wunderprächtig. Jetzt geht überall die Infos auf. Na gut. Lifestyle. Warte. Brauchen wir das? Wo ist das denn? Lebensdiebstahl, Angriffe 15, Zauber 16%. Sehr schön. So. Inventar ist schon wieder fast voll, okay. Gut. Als Range könnte ich ja mit Pistole arbeiten dann, ne? Weil wenn ich dann nachher ein Schwert nehme. Also Einhandstäbe gibt es, soweit ich weiß, gar nicht. Aber ich würde dann schon gerne eine Range-Waffe benutzen. Dann müssten wir es mit Pistole machen, damit wir auch auf Range bleiben können. Denn sonst gibt es ziemlich hart auf die Nuss, wenn wir ständig in Miele stehen. Also könnte man halt noch mit einem Katalysator arbeiten. Was uns unter anderem eben die Möglichkeit einräumt, durch die verringerte Transferzeitsenkung, dass wir wieder schneller Ressourcen haben, sprich schneller casten können. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, schade, hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt hier. Ja, okay, doch. Gelber Helm, schwer. Ja, der blaue ist natürlich ein Zauberer. Naja, gut. So, gehen wir mal nächste Ebene runter. Und dann machen wir nochmal kurz Inventar leer. Warte mal, wir können das eigentlich mal mit der Pistole kurz testen, ne? Zack, und da. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder alle Pets neu holen. Aber durch den Katalysator können wir ja trotzdem weiter zaubern. So. Achso, durch die Pistole generieren wir jetzt aber Wut, ne? Mist. Bräuchte ich noch irgendeinen Wutknopf zum Leerschießen im Prinzip. Ist aber auch ein bisschen blöd dann. Bräuchte ich noch irgendeinen Wutzauber, womit ich mich leer schießen kann dann wieder quasi. Probieren wir mal den aus. So, warte mal, da. Neue Rune. Erhöht den Effektbereich. Ja, okay. Dann gucken wir mal. A chilling breeze coming from the depths. Soul magic. Hier waren wir doch schon. Erreiche die Nekropole. Moment. Nö, wir sind ja richtig. Weil hier die ganze Karte aufgedeckt ist. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Okay. Sehr, sehr komisch. Okay. Ah, ja. No turning back now. Okay, sind doch richtig. Gut. Alles klar. Okay, wir sind doch richtig hier. Gut. So, jetzt haben wir die Wut komplett voll und die kann ich jetzt dann einfach leer schießen. Oh, 400 Damage. Okay. Haben wir nochmal einen Damage-Knopf mit dazu. Ja, und der braucht massig Wut, dementsprechend können wir uns da schnell wieder leer ballern.
und können dann weiter casten. So, oh, was haben wir da? Neue Rune. Pfeile, die können Feinde durchbohren. Die Anzahl der Beschwörungen. Ja, das machen wir, wenn wir noch einen Modifier frei haben dann. Und für die Mini-Skelette, die kriegen halt auch ziemlich hart auf die Schnauze jetzt. Boing, boing. Und weg. This is the tail end of the unholy procession that went through here. The cult of the sleeper has much to answer for. So, und wir wollten noch Inventar leer machen, stimmt. Zauberer. Ja, ja. Nee. Gut, machen wir kurz leer und dann geht's weiter. So. Hi, Customer. Welcome to my humble stand. Den Stab. Ja, doch, komm, den hauen wir auch weg. So, haben wir irgendwas Brauchbares hier? Schläger, natürlich. Willenskraftdreck, oh ja, brauchen wir unbedingt. Alles okkult. Haben wir alles nicht. Nö. I'll be here when you need me, friend. Ja. So. Okay, ich wollte gerade fragen, wie lange der Modifier noch hebt. Ist schon wieder weg. Alles klar. So. Na, 25,7. Immerhin. So, warum jetzt über alle Hilfemeldungen noch angehen? Waffenmeister, Zeitweber. Stimmt, äußeren Ring haben wir noch gar nicht geguckt. Leuchtfeuer für die Verlorenen, ja. Die Grüne als Giftschaden. Nee. Beschwörungen erleiden 25% weniger Schaden. Schaden für Beschwörungen, Gesundheit. Ja, das ist er. Jetzt müssen wir noch einmal hindrehen. War das der? Ja. So, Granat. 75% erhöhter Stapel, aber. Ja, gut, okay, ist jetzt egal, welchen wir nehmen, also. Na, ja, nehmen wir den noch, der hat Basic All noch mit drin. Was nehmen wir als Nachbarbaum, um die Möglichkeit einfach offen zu halten? Ein Köder. Mit einem Zauberschaden hinzugefügt. Ah, okay, das, die buffen sich da gegenseitig hoch. Ausweichrolle. Nö. Ja, okay, gucken wir mal später. Gehen wir erstmal noch hier. Da müssen wir dann hoch. Also brauchen wir noch einen und dann sind wir im Beschwörerbaum drin. Gut. Und weiter geht's. Da sollte man wieder einen absaugen hier, ne? Ist jetzt zwar nur ein schwacher Geist in Anführungszeichen, aber Pets sind Pets. Und hier macht es tatsächlich ja dann auch die Masse. Ist da noch was? Nö. Hey, ich laufe nicht anzuspringen hier. Jetzt geht los. Hallo? Bombs. Das könnte eine lustige Kombi werden mit dem Ob der Verwüstung zusammen. Status Effekt Chance, Fluchchance 13,8%, 18,1. Also 40%. Na, machen wir den Effektradius größer. 40% vom Ausgangswert, okay. Ja, die sind echt schon zu schwach für uns. Also
Weiß nicht. Oh, der Geist lebt tatsächlich noch. Okay, ich dachte, du würdest direkt umnieten. So. Ja gut, aber das, was heißt, wir sind jetzt schon zu stark dafür, das, was wir jetzt schon zu stark sind, im Moment zumindest, das kann sich mit der nächsten Karte im Prinzip schon ändern. Weil wir dann einfach nur noch über den Haufen gerannt werden. So, töte Gegner in dieser Gegend. Gut, tun wir. Das tun wir sofort. Bang. Rote Kiste. Oh, das geht aber schnell hier. Wumms. Oh, super. Ein blaues Schwert drin. Ganz toll. Okay, schade. Statt hier werden wenigstens ein paar mehr Gegner. Das war wieder nur so ein Side-Dungeon, aber. Ja, die Zauberer-Schultern sind natürlich wieder blau, das war ja klar. Naja, gut, nehmen wir sie mal mit. Haben wir hier noch was? Da können wir was aufschießen. Da haben wir noch eine Leiche. Zack. Schwert, Breitschwert. Ja, die haben halt Elementarschaden mit drauf. Das ist für unseren Feuercast halt mehr wie ideal im Moment. Ach, schwer, okay. Und da ist noch was. Okay. Kleiner Side-Dungeon noch, viel gab es nicht mitzunehmen, aber naja. Bin mal gespannt, wenn wir das Bild dann nachher mal einigermaßen gebaut haben. Ich hatte ja nur testweise mal Nekros zusammengebaut, die Skills da nur ein bisschen gelevelt, da kann ich viel gemacht im Prinzip. Autsch. Wir sind ja Akku hier, was soll das denn? Ja, ich wollte sagen, mal gucken dann, wie der Bild sich dann nachher spielt, auch vom Damage her. Wenn wir das dann alles ein bisschen in Richtung Pet Necro gebastelt haben. Also, wir können ja hier von Long Long. So. Alles stehen da, ein Bogie hier fällt drauf. Naja, gut. Hier ist nichts mehr, okay. Wo sind die jetzt her? So. Ah, schon wieder fast ein halbes Level voll, sehr gut. Halt, da ist noch zum. Okay. Da war noch was zum Aufschießen, aber nichts drin. So. Die Skills leveln schön hinterher. Ein bisschen Geld noch, okay. Oh ja, ist doch noch ein ganzes Stück. Wundert mich eben nur, wie gesagt, dass die Karte hier aufgedeckt ist schon. So, yep. Ja, fliegt mir aus allen Angriffen aus, ich meine es auch. Ball halt um. Können wir ein Area Damage Necro basteln? Wäre bestimmt auch interessant. So. Hier noch irgendwas. Ja, Geld. Wird alles mitgenommen. So. Was haben wir hier?